1992 hat Deutschland die Kinderrechtskonvention unterschrieben. Trotzdem geschehen seitdem immer noch Dinge, wie ich beschrieben habe in meinem Buch Davids Versprechen, aus dem ich jetzt vorlesen werde, ein kleines Stück. Die Hauptperson ist David, 12 Jahre alt, und sein Vater spielt in dieser Geschichte auch eine ganz gewaltige Rolle. David wimmert nicht einmal mehr, noch immer passen die Schläge auf ihn nieder, vor Schmerzen bebt er am ganzen Körper. Hör auf, bettelt er, hör doch auf! Da trifft ihn ein neuer Schlag, der ihn zusammensacken lässt und ihn die Luft nimmt. Ohne darüber nachzudenken, packt David den Vater an dem Arm, der das Ding hält. Hält ihn mit beiden Händen fest, nie wird er loslassen, und der Vater schleudert ihn im Kreis herum, bis David doch loslässt und mit voller Wucht gegen das Regal stürzt. Auf einmal ist Ruhe. David hört den erregten Atem des Vaters, dann verstummt auch dieses Geräusch. Vom gekachelten Boden steigt Kälte hoch, eine wunderbare Kälte. Irgendwann geht das Deckenlicht an. David schaut an sich herunter, der Körper ist von Striemen bedeckt, eingebluten. Die Schlafanzughose hängt ihm in den Kniekehlen, ein scharfer Uringeruch steigt in Davids Nase. Der geflochtene Stuhl vor der Werkbank ist umgekippt, die Marmeladengläser im Regal sind verrutscht. Eines ist darunter gefallen, sein Inhalt sieht aus wie dickflüssiges Blut. Das Ding ist nirgendwo zu sehen. Steh auf, sagt der Vater mit müder Stimme, zieh die Hose aus und steh auf. Er fährt sich durch die Haare, sein Gesicht ist rot, wo David ihm am Arm gepackt hat, zieht sie ein Kratzer entlang. Langsam, ganz langsam drückt sich David hoch. Merkwürdig, im rechten Arm hat er keine Kraft. Der fühlt sich an, als ob er nicht zu ihm gehörte. Als David endlich steht, wird ihm schwarz vor Augen. Der Vater fängt ihn auf und schleppt ihn die Kellertreppe hinauf nach oben.